50 Jahre, ja, vor 50 Jahren hat der Rudolf Spitzer, der Butler, wie die meisten ja kennen, mit ein paar Kameraden angefangen, aktiv hier am Spielbetrieb teilzunehmen. Vor 50 Jahren war ich damals ein Kleinkind. Wenn man 50 Jahre alt ist, dann ist man eigentlich zwischenzeitlich wird man relativ grau anders, die Dynamik geht verloren. 50 Jahre Abteilung Tischtennis im Thema Ölmannstein ist das Gegenteil passiert. Die Abteilung ist so dynamisch wie wohl nie zuvor, auch so erfolgreich. Von der Kreisliga bis zur zweiten Bundesliga haben wir momentan Aufstiege. Vor 50 Jahren haben wir angefangen mit dem aktiven Spielbetrieb. Der aktive Spielbetrieb wird morgen fortgesetzt mit den Aufstiegsspielen der jungen 2 zur Bayernliga. Die jungen 1 sind immerhin das beste, zweitbeste Team in Nordbayern. Ja. Wir haben das nur das beste Team geworden wegen 2 Punkten. Wir haben jetzt schon Titel geholt in diesem Jahr, wirklich auch in der Kreisliga unten. Und vielleicht steigen wir am Sonntag auch noch wieder zweite Mannschaft auf. Schön, dass der Florian bei vom Landhaus entlassen worden ist und gleich in der Familie hier erscheint. Auch ganz toll. Mit den Geräten haben wir da noch ein bisschen ein Problem, aber da bitte ich euch einfach mal davor zu gehen und euch das Getränk zu holen, was ihr benötigt. Und es werden dann zwei Cafés aufgebaut. Den Geldbeutel kann ich unbedingt jeder noch stecken lassen. Denn das ist eigentlich alles umsonst, aber wie ihr ja wisst, lebt der Sport von Spenden und die werden wir dann heute sicherlich noch ein bisschen einsammeln. So eine große Abteilung funktioniert natürlich nur, wenn wir ganz viele Helfer dabei haben. Und diese Helfer haben wir, ja. Wir sind eigentlich von der Größe her sicherlich ein großer Tanker und ein großer Tanker ist normalerweise beheblich und langsam. Ich glaube, das kann man in der Tischtennisabteilung verneinen. Wir sind super aufgestellt und so ein Tanker funktioniert natürlich nur, wenn einer am Ruder sitzt, der das Ruder in die Hand nimmt, der hier der Kapitän spielt, der das alle Fäden in der Hand hält und aus diesem, sage ich mal, Tanker ein richtig tolles Boot gemacht hat, was die Tischtennisabteilung ist. Und dafür verantwortlich ist der Robert Nachtraber, den ich jetzt auch gleich übergebe. Denn die meisten von Tischtennis, die kennen natürlich BB. Ja, jetzt denkt jeder geschickt, warum? Ich glaube, nee, das ist der Berger gemeint. Aber der ist nicht nur alleine, sondern ganz viele Helden in der Hände. Ich kenne die einen oder anderen auch vom Spielen. Und der Robert ist aber der Kapitän, der Schützenzieher, der alles in der Hand hat, der aber vielleicht relativ wenig im Vordergrund steht. Jetzt kennt ihn jeder und ich übergebe jetzt auch an ihn. Vielen Dank und super, dass ihr alle da seid. Thank you.